Keck. 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 Jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal. Ja, kannst noch, kannst noch. Kannst noch. Weiter, weiter. Ja, du musst hier hin, gell, hier hin. Weiter rüber. Hopp, 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 hopp. Jetzt nur rückwärts. Weiter, weiter. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, weiter, weiter, weiter. Rückwärts, 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 rückwärts. Halt! Ui, ui, ui. Ah, weiter, weiter, rückwärts. Gut, 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 gut. Wohin, wohin, wohin? Wo willst du denn hinschieben? Alles unter Kontrolle. Jo, jo, jo. Erstmal die Bordwände runtergemacht. Den Kipper. Bin ich gespannt. Wieder vorbei. Oh ja, klappt wie heute hier Busfahrer-Style. Lauf hoch! Jawohl, jawohl. Und gut. Nice. 7,16er. Moin. Moin. Jawohl. Wir laden ein wenig Mais. Das haben die Wildschweine. Da ist kein Krüppel mehr. Wow, ich zeig mir ein Bein. Oh, ja geil. Da haben sie hier wegen, wow, die Wildschweine in Maisblatt gedreht, ne? Und die laden wir jetzt wegen auf und fahren dann irgendwo hin. Mal schauen, wohin. Geil, wa? Wink mal. So, lange drauf. Zack, ro geht's. Und rückwärts geht's. Moin. 3 Gehirnzellen und 2 davon tot. Gut. Willst du hochklappen? Nee, ich will sie runterklappen. Und sie auf den Boden schleifen. Yeah. Komm, Sinn. Jo, dreht ihr dagegen, ey. Was? Abfahrt. Was? Abfahrt? Ah. Die Leute fragen mich immer, warum ich fahre und nicht du. Na, ich gesagt, na, die Bullocks, die brauchen wir noch ein paar Jahre. Ja, ja. Ja, 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 ja. Jetzt bräuchten wir es quer. Zack. Und nun bleib so, wie du bist. Danke, da habe ich in der Hose. Ja. Wir brauchen kein 9mm, wir brauchen Gewehr. 50 mm können wir vielleicht. Weißt schon, was ein Kaliber 50 ist? Nö. Da ist aber jemand dabei. Ja. Ja! Nun bleib so, wie du bist. Warum geht das eigentlich weiter? Normalerweise müsste es ja stoppen, weil ich jetzt Video aufnehme. Ja, keine Ahnung. Komisch, gell? Komisch. Das ist der. Flügel. Ist der Himmel Deutschland? Ja, hier waren wir irgendwie auch mal. Und was habe ich hier mal gemacht bei dir? Vielleicht hast du einen Flügel geholt? Nee. Irgendwas habe ich hier geholt. Keine Ahnung. Geradeaus, let's go. Und hinter dem? Ja. Kreuz, da ist der andere Himmel. Aha, okay, okay. Ja, irgendwo hier habe ich mal was geholt. Ich weiß aber nicht was. Boah, links. Jo, wird hier übelst eng, Alter. Junge. Zack, Spiegel abgefahren. Scheiße. Da ist der Vater schon dran. Nee. Da schafft er? Okay, da schafft den Vater. Okay, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, let's go.
Ja, und da ist Steinbruch. Jetzt hat die Musik aufgehört zu spielen. Junge, 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 Junge. Da geht's ab. Da war ich schon drin, oder? Das ist doch der Steinbruch. Ja, da habe ich auch schon abgekippt. Ich weiß aber nicht mal, wo das war. Irgendwo da oben. Junge, da hätte ich auch mal Bock rumzuheizen, ne? Und nicht mit dem Schlepper. Und nicht mit der Mulde. So, Finn studiert jetzt erstmal die Anleitung. Weil der muss mir erzählen, wie das denn klappt. Und da ist der Streuer dort. Das ist auch ein wenig so altertümliches Gespann. Junge, oh, der bremst nach. Oh, hasse ich das. Wenn der nachbremst, das hasse ich. Wenn ich hier von der Bremse runter bin, muss hinten auch unten sein. Und der schlägt ein wenig. Hast du geschaut, dass der ganz drin ist? Ganz verriegelt. Geil. Auto, let's fetz. So, los geht's. Finn ist nicht am Start, Finn ist doch am Start. Da hinten mit dem 500er. Moin! Jo, wir tun den Kalk hier verstreuen. Dementsprechend fährt der Finn ein 500er uns hinterher. Und dann können wir schön laden. Ne? Und dann kriegen wir das schön hin. So, stellen wir mal hier. Zack. So hin. Passt. Dann haben wir hier Tabelle, Streutabellenliste. Wir haben den Kalk, wollen 2,5 Tonnen, Schiebestellung 12, Schaltstufe 1. Hier unten können wir sehen, wo das umgestellt wird. Genau, und das machen wir jetzt mal. Der ist zack, zack. Machen wir den gleich mal zack, zack aus. Schauen wir mal, was der Keck treibt. Jo, für der nächste. Okay, wir brauchen Stufe 1. Keine Ahnung, welches 1 und 2 ist. Müssen wir mal herausfinden. Das kann man nicht verstellen. Keine Ahnung, schauen wir mal. So, hier 12. So, ja, ganz grob 12. Dann machen wir mal voll, wo man jetzt hier 1 und 2 schaltet. Keine Ahnung. Ist das an dem Hebel hier? Ich glaube nicht, dass da schon mal groß auf 2 oder 1 geschalten wurde, deswegen keine Ahnung, schauen wir mal. Erstmal füllen. Keck. So. Schauen wir uns das einmal an, was das wird. Was ist schon drin? Jetzt schauen wir uns das mal an. Sorry für das Zittern, Leute. So, jetzt fahr schnell runter. Kommt denn er her? Einfach eine Grille, hey. So, voll ist, was sagt der Keck? Was? Alles kaputt gemacht? Alles hier. Alles hier. Gut. Ich weiß nicht, ob das 1 oder 2 ist hier. Keine Ahnung, hey. Wahrscheinlich ist 1 mal nach links. Ne, das ist an. Ah, hier 1 und 2. Guck, hier steht eine 1. Wow, sieht man überhaupt nicht. Hier steht eine 1 und hier steht eine 2. Und jetzt gerade auf 1. Wir brauchen 1. Passt, geil. Fahren wir. So, jetzt testen wir mal was. Und zwar können wir nämlich hier eine Einzelspur anlegen. Ah, nee. Muss man das aufnehmen, hä? Nee, ich möchte eine Einzelspur aus Kontursegmenten. Nein. Zack. Hallo. Wer jetzt nur das nimmt. Nein, wollen wir nicht. Das ist ja blöd. Kreis. Ne, müssen wir echt wieder aus Kontursegmente aufzählen, aus Grenze. Dann können wir nur so, wenn wir mehr 1, 2, wenn wir jetzt theoretisch nur die 2 nehmen, müssten wir ja nur zweimal umschalten. Jetzt hat er es hier unten genommen, genau. Jetzt verschieben wir das.
Dann gehen wir GPS nochmal an. Dann machen wir Allrad wieder so halbwegs an. Müssen wir schauen, dass wir drin sind. Dann machen wir Zapfwelle an. Geben Umdrehungen. Machen hier Plus. Und dann müsste der genau angehen. Und das seht ihr jetzt auch, wow, da hinten, ne? Dieses Teil drückt auf das Rad drauf. Wow, ich glaube, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und dadurch bewegt sich der Boden. Ne? Und da sehen wir ja den Boden, wie er sich nach hinten bewegt. Und dadurch kommt das ganze Material hin. Ach, ich will ja dreckige Scheiben. Jedes Mal, wenn ich mit dem scheiß Bock fahre, habe ich dreckige Scheiben. Langsam regt es mich auf. Genau. Und auf jeden Fall dreht sich das und dadurch kommt der Kalk nach hinten und hinten wird er durch die Zapfwelle verstreut. So der Plan. Oder Finn? Genau. Ganz genau. Da hinten haben wir übrigens beladen. Wow! Geil. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es passt. Später haben wir einen 716er. Gerade noch einen 800er, weil der 716er gebraucht wird. Aber später wird der 800er gebraucht. Ja, hin und her, hey. Das ganze Umhänge, das geht mir schon jetzt wieder auf den Sack. Aber ich denke, wir machen hier ganz gute Arbeit. Ja. Passt, weiter. Ja, Leute, läuft, ja, was soll ich sagen, ne? Ja, passt, ein wenig was sieht man auf dem Boden, aber verfliegt auch recht viel, läuft, haut rein. Jo, ich glaube, das müssen wir so lassen, da finden wir weitermachen, aber der Reifen drückt sie auch schon ein wenig und da ist doch... Wir haben echt nicht mehr viel, noch zwei, drei Schäufelchen. Na, ja, aber das auf der anderen Seite fällt es schon fast runter. Einen könnten wir auch drauf machen, aber wir müssen eh noch mal her. Schauen wir mal. Finn sagt voll. Voll machen! Okay, machen wir voll. Nein. Was sitzt denn du jetzt schon? So, was machen wir jetzt gleich? Ne? Umhängen. Okay, was hängen wir ran? Ja, 716, 828 weg. Warum kommt der weg? Kaputt. Und was ist kaputt? Nee, nichts kaputt. Nichts kaputt. Braucht es nur zum Ackern. Ganz genau. Und wir nehmen den 716 und den 512er. Also. Junge, hier wird schon mit Zuschauern schlecht. Ja, Zuschauer. Und dann geht's weiter mit Kalk. Ja. Weil der Kalk ist. Kalk. Weiß, grau, na, unseres ist braun. Ich glaube, das ist die Erde teilweise, die du mit aufgeladen hast. Ich? Nee, ich was. So. Jo. Läuft, würde ich behaupten. So. Schlechte Qualität wieder, aber egal. Ein wenig an Kalk noch. Der Streuer ist schon voll. Oder gut voll. Ja. Bisschen 500er Sound genießen.
So, 7.16 unterwegs. Moin! Wir fahren ein wenig gut zu. Das passt schon ungefähr. Die Umdrehung haben wir ein wenig höher, weil wir haben kein GPS und deswegen wissen wir jetzt nur noch Prozent, sind das jetzt 15 Meter oder eben nicht. Was sagst du, Finn? Ja, wird schon passen. Wird schon passen, sagt er. Gutes Augenmaß. Gutes Augenmaß. Ja, wir wissen ja ungefähr grob vom Güllefahren so, hat er auch 15 Meter, die wir schauen müssen. Aber es ist trotzdem normal ein wenig ungenauer als mit GPS, wa? Ja. Ja, und jetzt haben wir noch ungefähr einen halbvollen, leicht vollen. Wir wissen nicht, wie viel es langt. Wir verteilen jetzt hier noch alles und dann laden wir nochmal voll, ja. Und dann sind wir fertig, dann bringen wir es zurück und dann schauen wir, was morgen geht. Ich weiß es, du auch? Ja. Ja, dann schauen wir, was morgen geht. Dementsprechend schauen wir mal, was morgen geht. Bin gespannt. So, Jungs und Mädels. So, genau so sieht ein voller Reifen aus. Ja, sieht man von unten gar nicht so wirklich. Finn, wink mal. Geil, okay, auf und fertig. Meins verlieren wir jetzt auf der Straße. Geil, oder? Das ist ein Schieberzug? Nee, schau mal hier. So kommt es aus dem Schieber raus. Da bringt sogar richtig Wasser. Junge! Der fährt jetzt ganz langsam rüber. 25 km/h steht da drauf. Die fahren wir nicht. Und an die halten wir uns natürlich. Warum darf ich schneller fahren? Und du nicht? Weil ich einen Führerschein habe, ja? Ja. Ja, da haben wir ein wenig verschüttet, naja. Ich streue auch ein wenig Kalk. Genau, zeig mal, wie Kalk streuen geht. Okay, okay. Aber so streut man nicht, man streut immer. Warte, das muss ich so sehen. So. Warum? Gleichmäßiger, richtig, und schneller. Wenn ich hier so mache. Das ist sehr schön. Was streuen wir Kalk? Also nicht wir jetzt hier gerade, sondern wir insgesamt. Ja, weil es geil ist. Weil es geil ist, okay. Also Leute, wir streuen Kalk. Weil es geil ist. Oh ja, naja. Jetzt fahren wir noch zwei, drei über den Acker weg. Ein paar Mal rüber. Ja, geht schon, geht schon. Ah, das sind nur fünf Hoppel. Und alle fünf Hoppel verlieren wir halt der Tonne. Verlieren wir halt der Tonne. Ja. Ja, warum? Warum streuen wir Kalk? Ist gut. Boden. Ich habe vorhin dir erklärt. Ja, wegen pH. Ja. Wert. Ja, wegen pH-Wert. Warum brauchen wir einen guten pH-Wert? Das ist weiter.
Warum brauchen wir einen guten BH-Wert? BH. Warum brauchen wir einen guten BH-Wert? Ja, guter Boden halt, ne? Guten Ertrag und so. Ja, gut für die Pflanze. Die Pflanze braucht pH. Ja. So, boah. Was gibt's für pH? Der hängt schon ganz Chips drinnen. Richtig Chips. Ja, genau, okay. Ist da nicht zu machen? Nee, lass mal. Damit man mal in den Gestank rausgeht. Dieser stinkende Gestank. Dieser Stank wird gestinken. So. Was noch? Was noch? Stickstoff. Nee. Macht keinen Sinn. Quatsch. Zur. Ah, wie heißt es? Bodenbindung. Ja, richtig. Gut, Abfahrt. Und Finn, klappt's? Ich hab meinen Fuß verloren. Fuß verloren. Sind wir genau drauf? Ah, nicht ganz genau. Ja, egal, scheiß drauf. Passt schon, häng ab die Schoße. Weißt, wie das geht, ja? Sieht schon mal gut aus. Findet er das Loch? Oh. Jawohl. Okay, ja, was kommt als nächstes? Er kurbelt ihn runter. Boah, geil. Los, schneller. Zuschauer langweilen sich. Oh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Langs, gut. Und jetzt? Was darf nicht alleine stehen? Rot. Rot darf nicht alleine stehen. Ja. Das heißt zuerst rot weg. Ja. Funktioniert es nach unten? Ne? Ja. Halt zumachen. Wir sind Kaltbauern. Jetzt unten. Ja, jetzt so, ja. Ja, schön zugemacht, ja. Jawohl. Soll mal gescheit ziehen dran, Junge. Dann noch. Okay, ja, geht auch, wenn es nicht auf dem Boden hängt. Was? Geht, wenn es nicht auf dem Boden hängt? Nee, hängt nicht auf dem Boden. Ja, passt, okay. Zapfwelle einfach rausziehen. Nee, da hinten musst du gegendrücken, rausziehen. Oh je. Yeah. Oha! Oha, ist die letzte? Ist ganz draußen. So. Sicher? So. Roll mal einen halben Meter. Okay, und tschüss. Er schläft im Grubber. Im Grubber vor allem. Schläft im Kalkstreuer. Jetzt einsteigen, Abfahrt. Abfahrt, Minion! Abfahrt, Minion! So. So. Okay. Und? Was war? Wie war es, Kalkstreuen? Hat passt. Hat passt. Was wackelt in der Luft? Was wackelt in der Luft? Boah, Maschallah, Junge! Maschallah! Yo, heute bin ich auf dem Massa unterwegs. Wir sind am Silion. Yo, moin. Schauen wir mal, es wird schöner. 8500 hast du gesagt, oder? Okay. Ja, schauen wir mal. Denkt sieht ganz gut aus. Jo, Silion. Schauen, was passiert. Der fährt fast im Graben da hinten. Ja, noch ein wenig. Oh, jetzt ist er über dem Graben. Geil, gleich hinterher. Es ist kein großer Kipper. Jo. Jo.
Oh, der Mais ist heiß. Moin. Ja, die Scheiben könnten noch ein wenig sauberer sein, aber passt schon, passt schon. Moin. Den, was haben wir gestern noch gemacht? Gülle gefahren. Jo. Läuft. Gülle fahren, Gülle gruppern, Gülle verschütten. Das haben wir auch mal größer, wa? Jo. Jo, Buch, Blitzer, Uwe. Perfekt. Also, uns nehmen wir mal ab 4.14er. Läuft. Yo! Einfach ein Flugzeug, wow! Sind Frankfurter Flughafen, ne? Spaß! Finn, wo sind wir? Am Flugplatz, genau. Gut gemacht. Hier haben wir uns jetzt wegen dem Weg planiert. Finn, wie findest du den Weg? Gell, ich finde ihn auch sehr gut. Einwandfrei. Wir haben jetzt hier Aufsätze, Aufbauung drauf. Guck, da war es jetzt ganz voll. Da hat gerade gut hingehaut. Finn, wie findest du? Ist ja auch egal, ne? Finn hat heute keine Meinung. Cool. Ich glaube, der will starten. Der Kollege will starten. Eieiei. Finn, warum startet er nicht? Jetzt startet er. Oh, da müssen wir uns schauen. Okay, okay, schauen wir mal. Denkst du, es wird was? Nö. Fahren und gleichzeitig filmen, hey, merkst selber. Beschleunigt übelst. Der fliegt. Wir fliegen jetzt auch. Wir fliegen auch. Wo fliegen wir hin? Zum Flieger. Genau, und so. Dann let's go. Yo, Finn, was geht? Nix. Nix. So fair mit Häckseln, das war's mit Mais 2024. Außer es kommt unverhofft. Ja. Ja. Aber vorerst war's das. Und dementsprechend, wir hängen ab. Wir haben so noch einen leeren Kipper, gar nichts drauf. Nice. Und dann schauen wir, was wir machen. Ne? Was wirst du jetzt anhängen? 4, 9, perfekt. 1, 7. So, moin. Wir fahren Gülle. Mit dem 716er. Und jetzt müssen wir ausrechnen, wie viel Kubik wir mit 5 km/h, 45 Umdrehungen, die ganze Zeit, wie viel Kubik wir ausbringen, die Stunde. Ja. Nee, pro Hektar. Pro Hektar. Pro Hektar, nicht pro Stunde. So, was brauchen wir dafür, um das auszurechnen? Zähl auf. Ja, Geschwindigkeit. 5 km/h. Ja. Arbeitsbreite. 15 Meter. Ja. Wie viel beim Fass haben? 18,5 Kubik? Ja. Das ist eigentlich eher weniger. Weil das Fass ist ja egal, ob wir 15 Kubik fahren oder so. Ja. Was brauchen wir noch? Wie viel wir in der Minute? Genau, also die Pumpe, wie viel die Pumpe leistet, sind 3000 Liter. Und dann haben wir eigentlich alles. Ja. Und ja, die Flächenleistung müssen wir so ausrechnen. Ja. Zuerst brauchen wir die Flächenleistung. Wir haben 5 km/h, fahren mit 15 Kilometer die Stunde. Wie macht man das? Rechnen und dann sind wir bei 7,5 Hektar die Stunde. Also wir rechnen 15 Kilometer die Stunde im Meter aus, sind 5 Kilometer in der Stunde. 5 Kilometer im Meter. Ja, 5000. 5000 Meter mal 15 Meter Breite. Das sind 75.000. Sind wir bei 75, das machen wir durch 10.000, weil 10.000 Quadratmeter sind ein Hektar. Dann haben wir 7,5 Hektar die Stunde. Ohne Wendezeiten, sowas wohl bemerkt. So, dann verbrauchen wir oder brauchen wir 3000 Liter die Minute, was er ausbringt. Das bedeutet, wir sind in der Stunde. 3000 Liter sind in der Stunde
Liter die Minute sind in der Stunde 180.000. Ja. Na, 180.000 Liter in der Stunde. Wir haben die 180.000 geteilt unsere Flächenleistung, 7,5 sind wir bei. 24.000. 24.000, genau. Dann haben wir 24.000 auf einen Hektar. Liter auf einen Hektar. Und das sind wie viel Kubik? 24 Kubik. 24 Kubik. Wie viel wollen wir ausbringen, maximal? 25. Warum? Weil wir nicht mehr dürfen, weil wir haben dann ein bestimmtes Stickstoff drin. Wir haben, ja, wir bringen 2,6, 2,7 Kilogramm verfügbarer Stickstoff. Und es darf nicht über 60 Kilogramm liegen. Teilweise auch 80, aber es sind in bestimmten Kulturen und keine Ahnung was. Und deswegen dürfen wir nicht mehr ausbringen, weil wir sonst die Stickstoffobergrenze wollen. Und jetzt lässt man grüßen. Was? Ach so. Max braucht zweite Fahrklasse. Sieht man nicht. Egal, aber der geht gut. Das ist nur alles Mögliche ein bisschen reparaturbedürftig. Hier zum Beispiel ist zugeklebt. Hier haben wir zugeklebt. Den klebe ich auch noch zu, weil ganz entscheidend, aber nicht was. Wir haben das Panzertape dabei und jetzt wisst ihr, wie der Karren zusammenklickt wird. Oh ja, ja, da kann er mir meine Bildstabilisation von meinem S24 Ultra, das mir in der Hand explodiert. Kann er auch nicht helfen. Gut, Abfahrt! So, 7,16, 18,5 Kubik fast, Zunhammer. Läuft, würde ich sagen. 15 Meter. Ja. Schön. Jawohl. So. Läuft. Schauen wir mal, was er macht. Oh, weh. Hier mal an. So, da ist er. Und da drüben, da wird gekrobbert mit dem 8S. Jo, immer noch am Gulli juckeln. Finn, moin! Hast einen neuen Freund gefunden? Ja, die Katze, die wollte unbedingt mit, aber irgendwie weiß jetzt gerade nicht so ganz, was abgeht. Will er wegen raus? Die miaut nur und du hast ja, alles schon die, Wortschiss. Wenn die jetzt hier beißt oder kratzt, dann flipp ich aus, dann krieg ich an Rasten. Was ist mit dir? Alter, jetzt geht's aber los. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Hey, miaut sie, bleib mal da. Ja, wir kümmern uns jetzt wegen die Katze und fahren mal noch eine Runde. Wo bist denn du? Ja, lassen wir sie auch wieder raus. Hallo. Oh, pass auf, schön. Dass du wieder hinten durch so, Friede, Freude, Eierkuchen. Jo. Sie hat ihren Platz gefunden, sie freut sich. Miau, miau mal. Perfekt, schön. So, wir sind fertig mit Gülle fahren. Schaffen wir morgen noch was? Nee, oder? Eigentlich nicht. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Mein Gott, Alter. Hey, wir machen gerade die Abmoderation, okay? Kurz musste ich gedulden. So, auf jeden Fall, falls wir uns nicht sehen, moderieren wir schon mal ab.
Danke fürs Zuschauen. Ja, ja. Danke fürs Zuschauen. Wünscht die sie auch. So. Ich finde den Shoutout zu blöd. Ja, aber wie soll ich denn schauen? Normal. Fink, bin, wink mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Sie haben das letzte Wort.